Alter, ich will hier ein Bett. Gibt's hier nicht irgendwo Betten? Die Sklaven müssen noch eine welche frei haben. Nein, der hat sich gerade hingelegt zum Schlafen. Schlafen. Nicht reden. Boah. Ja, die Körper werden sehr dehnbar nach ihrem Tod. Hier in Risen Zimmer. Kann man sich so... Na, welches Spiel war das? Keine Ahnung. Irgendeinem Spiel, wenn man da vom Motorrad geflogen ist, war das genauso. Man war so biegsam wie, was weiß ich. Kann ich mal sagen oder aussprechen, was das sein soll. Und schon langsam wird es ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel. Aber hier müsste doch noch irgendwo eine Frachtkiste liegen, nicht Patty? Komm. Oh, hier ist ferner Sand. Ich glaube, ich habe noch nie den feinen Sand in Risen 2 gesehen. Hier war immer nur dieser Müll. Ich weiß nicht. Knochen, Steine, Kies, Holz. Das ist der erste feine Sand, den ich so wirklich wahrnehme. Auf einer Insel gibt es, glaube ich, nein. Hä? Wie bin ich jetzt gestorben, bitte? Oder halt, wo bin ich ins zu tiefe Wasser gegangen? Ach, egal. Vergiss es, Spiel. Ah, das ist eine Riesenkrabbe. Das habe ich zu viel geschossen. Naja. Alter, wie kann man den Riesenkrabben daneben schießen? Das versteht man immer nicht. Schon wieder zwei Riesenkrabben, ja. Schon wieder zwei Riesenkrabben auf einmal. Und die eine treffe ich nie. Ist doch nicht so schwer. Ist ja nicht so, als ob die riesig werden oder so. Ist ja nicht mal im Namen enthalten, dass die riesig sind. So, die steche ich jetzt den Bauch aus. Pam. Und pam. Tot. Einmal das Bajonett verwenden. Das ist schon geil, das Bajonett und so. Macht nicht wenig Schaden. So, es wird aber schon langsam sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, das sieht man dann noch auf YouTube. Ich meine, ich mache es einfach. Ich rendere meine Videos zwar sowieso in einem Format, wo die Farbe so gut wie gar nicht verloren geht, aber YouTube macht da dann nochmal. Ja, seine eigenen Sachen mit dem Video. Haut noch einen anderen Codec drauf, normalerweise. Ja, die Pflanze habe ich gesehen. Ha. Ich will jetzt eigentlich nur noch am Strand, weil am Strand geht es eigentlich von der Helligkeit her, die Frachtkisten finden. Dann können wir schon zurückkehren nach Puerto Isabella. Mit Isabella müssen wir auch noch reden, fällt mir gerade so ein. Aber da müssen wir erst einen Silberzungenlehrer finden. Und dazu müssten wir erst von dieser Insel runter. Und dazu bräuchten wir erst ein Schiff. Und dazu müsste Sebastiano uns helfen. Und dazu müsste diese Riesenkrabbe sterben, die gerade direkt vor uns aufgetaucht ist. Aber hier erschrecke ich mich nicht mehr. Immerhin. Ey, Patty, dreht die Krabbe durch mein Schutzfeld. Böse. Komm, Fracht, gut, bitte, jetzt, hier, irgendwo, bitte. Ja, da ist eins. Keine Garganus, Frachtgut. 9 von 10. Und noch eine Kiste. Gut, da fehlt uns nur noch ein Frachtgut. Und wo das ist eine sehr gute Frage. Wo ist das? Das muss doch auch hier irgendwo rumfliegen. Bitte. Irgendwo. Naja, okay. Gehen wir erstmal nach Puerto Isabella. Erstatten. Warte. Ja. Erstatten. Sebastiano. Bericht, dass er Chichan und Crone zu Tode ist.
Und das Frachtgut, haha. Ich wusste, es ist hier irgendwo. Nur wo nicht. Naja, gut. Nach Puerto Isabella und dann mache ich auch schon eine Aufnahmepause. Meinen hyperaktiven Vogel wieder reinholen. Bevor er noch krepiert da draußen. Und mit draußen meine ich Wohnzimmer, nicht draußen draußen. Hey, du hast es ja ganz schön krachen lassen, du Held. Ich hab schon gedacht, der ganze Tempel fliegt in die Luft. Woher weißt du, dass ich das war? Ventura hat mir alles erzählt, als er zurückkam. Ja, da muss schon die Erde gebebt haben. Mann, hier ist ja richtig Party. Ist das für uns? Sieh an, da bist du ja. Hier, trink mal ein kühles Bier. Du hast es dir verdient. Also, was ist da draußen passiert? Sie hörte sich an, als wäre ein Schiff auseinandergebrochen. Das war Mara. Sie hat Stahlbarts Schiff versenkt und den Käpt'n umgebracht. Mara? Hier an der Schwertküste? Nach dem Angriff ist sie verschwunden, aber wir haben einen Plan, wie wir sie besiegen können. Dann passiert jetzt endlich mal was. Ich bin zur Inquisition gegangen, weil ich gegen die Titanenlords kämpfen wollte. Bisher haben wir nur beobachtet und gewartet. Jetzt haben wir die Chance, selber zuzuschlagen. Zuerst spreche ich mit dem Kommandanten. Gute Idee. Ja. Wer bist du? Ach, eine Wache. Na, Sophia? Ich hörte, beim Tempel hat es einen Kampf gegeben. Ei. Und? Was ist jetzt? Ist es hier sicher oder werden die Titanen kommen und das Land zerstören? Naja, man kann sich eigentlich nie sicher sein, aber momentan sind wir sicher. Momentan sind wir sicher. Dann ist noch nicht alles verloren. Das ist gut. Gut, das war's auch schon wieder. Kann sie uns Silberzucker beibringen? Bring mir was bei. Was? Nein, sie kann uns nur beibringen, wie wir Schussverletzungen besser wegstecken. Ja. Der hat endlich seine Fleischkeule in der Hand. Ranak, was ist mit dir? Ein Platz ist jetzt hier. Jawohl, oder übel. Tut mir leid für dich. Wen können wir denn hier noch alles anquatschen? So möglichst viel Zeit vertrödeln, damit ich noch einen richtigen Cut setzen kann, obwohl ich keine Ahnung habe, wo ich den Cut setzen muss. Oder wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe und ja. Bla bla bla. Na, Martinez. Später. Ja, immer später, immer später. Ja, das ist... Mann, wie ich mich gerade angehört habe. Verdammt. So. Ich mache jetzt genau hier Schluss. Naja, bin ja mal gespannt, ob das jetzt ein Cut für ein Part sein wird oder einfach nur mitten im Parting, wo der Cut sein wird und dann die nächste Aufnahme weitergeht. Wie viele habe ich jetzt geschafft? Wow, wollte eigentlich viel länger aufnehmen. Viel länger, um genau zu sein. Naja, muss ich halt. Ja, ich habe jetzt wieder Ferien. Ferienjob ist ja vorbei und so. Ja. Dann würde ich mal sagen: Mann, keine epische Sonne da zum epischen Bilden machen. Schnell schlafen gehen. Ich will eine epische Sonne haben. Geh aus meinem Bett. Ja, da ist wer. Geh weg. Ich will schlafen. Ich mache keine Dummheiten. Ich will in deinem Bett schlafen. Wieso kann ich nicht an... Nein, nicht du. Geh weg. Ich will ein Bett. Ich will schlafen. Du, ich will schlafen. Wo bist du? Wie der jetzt gleich seine Waffe zückt. Hast du ein Problem? Ich kann dich ruhig nochmal niederschlagen. Mann. Ich glaube, ich schieße ihn wirklich gleich nochmal nieder. So, darf ich in deinem Bettchen? Hat er gerade leck mich? Ärger. Hat er gerade gesagt, leck mich? Arsch. Cooper, der mit seiner Hallo-Stimme. Überhaupt nicht tief oder so. Alter, ich will hier im Bett. Gibt's hier nicht irgendwo Betten?
Die Sklaven müssten noch eine Weiche frei haben. Nein, der hat sich gerade hingelegt zum Schlafen. Schlafen. Nicht reden. Boah. Gut, dann halt ein episches Schiff als Hintergrund. Gut, jetzt aber. Bis zum nächsten Part oder bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ja, es geht schon wieder weiter. Da mir schon wieder fast die Folgen ausgegangen sind. Da ich ja letztes Mal nicht so lange aufgenommen habe, muss ich mich kurz mal wieder reinfinden. Finde Captain Slane. Ach ja, wir wollten ja mit dem Kommandanten sprechen, und zwar Sebastiano. Warum habe ich ihn Kommandanten genannt? Ach, und wo ist jetzt der Typ? Naja. Okay, erzähle ich später mal. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Sebastiano und fragen ihn höflich, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir haben kein Schiff, wir brauchen eins, um eben Captain Slane zu finden, und wir hoffen jetzt einfach mal, dass er uns hilft. Ich meine, wenn nicht, wäre es noch ein bisschen asozial, ganz ehrlich. Wehe, der hilft uns nicht. Wehe. Ja, oder er ist gerade am Pennen. Ja. Ich habe die Titanenwaffe. Jetzt brauche ich ein Schiff. Nicht so schnell. Ich habe den Hohen Rat über deine Mission informiert. Mit großer Sorge wurde zur Kenntnis genommen, dass Kommandant Carlos dich ohne Befehl losgeschickt hat. Es wurde entschieden, die Mission zu beenden. Was? Aber ich hab's geschafft. Auch dieser Fall wurde in Betracht gezogen. Diesbezüglich habe ich neue Befehle erhalten. Wir werden Puerto Isabella nicht verlassen. Und du wirst uns die Waffe übergeben. Was? Was? Ja, Patty, du sagst es. Ja, das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du dich einem direkten Befehl des Hohen Rates widersetzen? Bring die Waffe zur Waffenkammer unten am Hafen. Sprich mit Benito. Er soll sie wegschließen, bis der Hohe Rat entschieden hat, was damit zu tun ist. Ja, sorry, ich setze mich eigentlich nur ungern Befehlen und so, aber... Warte, wir haben doch... Plus 5 reicht leider nicht. Ey, das Bild hat gerade zu langsam geladen da oben. Gut. Ach, die Tür können wir knacken. Die Tür können wir knacken. Ring, Schurkring. Speichern. So. Ist ja klar. Immerhin ist ja ein Rotwein. Aber wirklich, was bringt das, eine Tür, die für 50 ist, da vorzustellen, wenn dann eine Kiste für 90 dasteht? Das ist... Ja. Jo, Patty, mach mal Platz. Wundert mich, dass der gar nicht aufsteht, wenn wir einfach so rumlatschen. Wer merkt das gar nicht? Gut, blöd. Was machen wir jetzt? Ich meine, wir können auf gar keinen Fall die Titanwaffe einfach abgeben. Das können wir nicht machen, Mann. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Ich meine, es geht ja nicht. Es geht ganz und gar nicht. Ja, jetzt ist die Frage, was machen? Wir könnten es jetzt einfach abgeben. Also die Titanwaffe. Oder aber... Mal schauen, was noch so zur Verfügung steht. Was sagt Patty eigentlich dazu? Ja. Sieht so aus, als wenn wir hier nicht so schnell wegkommen. Ich hab's gehört. Komm, wir gehen runter zum Hafen. Okay.
Da bin ich mal gespannt, was die jetzt für eine Idee hat. Das muss ja schon was sehr Gutes sein. Du willst nicht ernsthaft diesem Schwachkopf die Titanenharpune überlassen? Nicht wirklich. Das ist gut. Ich habe nämlich einen Plan. So? Wir kapern das Schiff. Was? Bist du übergeschnappt? Hör doch erst mal zu. Ich habe mir alles genau überlegt. Wir müssen die Wachen loswerden. Das machen wir am besten zum Schluss. Vorher müssen wir die Kanonen sabotieren, damit sie uns nicht hinterherballern, wenn wir aus dem Hafen segeln. Wir müssen darauf achten, dass genug Wasser an Bord ist. Und wir brauchen natürlich eine Crew. Uns fehlen noch zwei Leute. Zu viert sollten wir in der Lage sein, die Black Betty zu steuern. Wie viel Wasser brauchen wir? Ja. Genug für ein paar Tage. Wir können es wohl kaum selber an Bord schleppen. Das dauert zu lang. Du musst dafür sorgen, dass das Schiff beladen wird. Und wie soll ich das anstellen? Lass dir was einfallen. Darin bist du doch ganz gut, kleiner Held. Ja. Okay. Wie können wir die Kanonen sabotieren? Nimm dir ein paar rostige Nägel und hau sie in die Zündlöcher. Dann sind sie nur noch so gefährlich wie ein Suppenlöffel. Hier! Gut. Ich kümmere mich darum. Was ist mit der Crew? Hast du keine Freunde bei der Inquisition? Einer wird doch dabei sein, der was taugt. Wenn du jemanden gefunden hast, bring ihn her. Gut. Ich habe den Piraten aus dem Turm befreit. Worauf wartest du dann noch? Hol ihn her. Er treibt sich garantiert noch in der Nähe der Stadt herum. Gut. Welche Kanonen muss ich sabotieren? Soweit ich das überblicken kann, gibt es vier Kanonen, die unsere Flucht verhindern. Die drei Kanonen im Hafen und eine auf dem hinteren Turm beim Haupthaus. Wenn es dir gelingt, die zu sabotieren, kann uns nichts mehr passieren. Ja, und sie stellt sich einfach an. Ja. Kennen wir aus den anderen Teilen auch. Normalerweise sollte sie sich jetzt irgendwo auf eine Bank setzen, ganz ehrlich. So, ein Kumpel bei der Inquisition haben wir ja. Sebastiano will, dass wir abwarten. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, sich der Inquisition anzuschließen. Lust auf eine kleine Reise? Hast du ein Schiff aufgetrieben? Wo ist es? Ich dachte an die Black Betty. Aber ich dachte, der Kommandant will... Hey, Moment mal! Du willst ja nicht das Schiff klauen! Wenn wir hier sitzen und warten, ist unsere Chance, Mara zu erledigen, vielleicht vorbei. Oh Mann, du willst das wirklich durchziehen? Hilfst du mir? Schätze, hier werde ich sowieso nicht mehr gebraucht. Also gut, ich bin dabei. Gut. Muss gerade noch mal was einstellen. Und zwar die Musik ein bisschen runter. Mir kommt so vor, als ob die Stimmen gar nicht mehr zur Geltung kommen. Gut, ja, wo bekommen wir Wasser her? Wie kriegen wir Wasser aufs Schiff? Jedenfalls nicht auf offiziellem Weg. Ohne Befehl von Sebastiano geht Miguel nicht mehr aufs Klo. Also? Wir wenden uns an Sophia. Die Arbeiter hören auch auf sie. Und sie ist empfänglich für kleine Spenden. Gut. Sophia ist ja sie, aber ich hol gerade mal die Piraten noch ran. Vielleicht hat die auch noch ein paar Ideen, was sie so machen könnten. Kann ja sein, ich meine. Muss nicht, aber kann. Ich habe Crow besiegt. Captain Crow? Er ist nicht mehr. Ei, Captain! Dein Leben war so finster wie deine Pläne. Tja. Er hat sich halt für die falsche Seite entschieden. Ich brauche noch Leute für mein Schiff. Du hast ein Schiff? Es liegt im Hafen der Inquisition. Also verrückt genug für einen Captain bist du ja schon mal. Also, kommst du? Ich soll einfach mit dir zusammen da rein spazieren. Sobald mich die Wache sieht, gibt's Ärger. Das ist dir doch klar. Nicht, wenn sie denken, du wärst mein Gefangener. Könnte klappen. Könnte, muss aber nicht. Naja, komm mit. Komm mit. Wird gemacht. Gehen wir halt mal einfach so da rein. Einfach so ein Gebüsch springen und dann... Hey, es ist doch der Gefangene. Alles klar. Ich habe ihn wieder eingesammelt. Dann ab mit ihm in den Turm. Im Turm ist ein Loch. Ah, richtig. Naja, wir werden schon ein schönes Plätzchen für ihn finden. Ja, ich würde sagen, ein schönes Plätzchen finden wir hier im Hafen irgendwo.
unauffällig und doch sehr sicher. So, Patty, ich habe schon mal den Kollegen. Ich habe Hawkins angeheuert. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur noch ein Mann. Ja, ich lasse ihn doch mal da stehen. Einfach zur Sicherheit. Weil der uns später noch nützlich sein könnte.